Hallo Spielefreunde, hier ist wieder euer Mel, heute mit einem kleinen Guide zu Valheim. Wir schauen uns in diesem Video mal an, wie wir die Schmiede auf Stufe 6 upgraden können. Doch bevor wir anfangen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützt und ein Abo dalasst. Dann verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr von mir und sollte euch dieses Video gefallen haben, so würde ich mich freuen, wenn ihr dem ein Like dalasst bzw. mir auch was Nettes in die Kommentare schreibt. Jetzt aber zur Schmiede. Um die Schmiede zu bauen, wir schauen uns das mal im Baumenü an. Na, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Wir sehen, wir brauchen hier außer die Standardressourcen Steinkohle und Holz, brauchen wir Kupfer. Um Kupfer zu bekommen, müssen wir allerdings erstmal den ersten Boss legen. Wir brauchen die Geweihspitzhacke, damit wir Kupfer abbauen können. Um das Kupfererz in Kupferbarren umzuwandeln, müssen wir auch noch in ein paar Grabkammern hinein. Wir brauchen mindestens 5 Sotnik-Kerne, damit wir den Schmelzofen bauen können. Das ist dieses schöne Stück hier draußen. Damit könnt ihr dann die Erze zu Barren verarbeiten. Ich würde euch empfehlen, auch direkt nochmal nach 5 weiteren Sotnik-Kernen Ausschau zu halten, damit ihr den Kohlemeiler bauen könnt, damit ihr aus Holz Kohle herstellen könnt, weil der Schmelzofen wird halt mit Kohle betrieben. Dazu braucht ihr, wie gesagt, insgesamt dann für beides 10 Sotnik-Kerne. Die restlichen Ressourcen sind jetzt relativ einfach zu bekommen, das ist nicht das Thema. So, wenn wir das dann zusammen haben und wenn wir den ersten Kupferbarren in der Hand haben, wird uns die Schmiede freigeschaltet. Wir können uns dann das Ganze placen und damit haben wir die Schmiede auf Stufe 1. Wir können also endlich auch Bronzesachen herstellen. Brauchen wir auch. Plant das schon mal ein. Also ihr braucht auf jeden Fall die Bronze-Axt, um weiterzukommen. Das heißt, ihr braucht 8 Bronzebarren. Heißt umgerechnet 16 Kupferbarren und 8 Zinnbarren. Daraus macht ihr nämlich Bronze. Hier könnt ihr sehen, 2 Kupferbarren, 1 Zinnbarren. Wenn wir das dann soweit haben, ich schnappe mir mal die anderen Ressourcen hier, können wir dann weiterbauen. Die erste Erweiterung für die Schmiede ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es die Ambosse. Das ist so ein kleiner Baumstamm mit mehreren kleinen Ambossen drauf. Damit haben wir dann schon die Schmiedestufe 2. Um die zu bauen, brauchen wir nur Holz und Bronze. Das geht eigentlich noch relativ gut. Das dürfte also relativ schnell gehen. Für die zweite Erweiterung, die Schmiede-Kühlvorrichtung, jetzt müssen wir gucken, wo wir sie platzieren können. Die brauchen ein bisschen Abstand hier. Seht ihr es unten? Wir brauchen Edelholz und Kupfer und da kommt die Bronze-Axt zustande. Ihr braucht, um Edelholz zu bekommen, müsst ihr eine Birke fällen. Die könnt ihr aber nur mit der Bronze-Axt fällen. Das geht nicht mit der klassischen Stein-Axt, egal wie hoch ihr die abgegradet habt. Das funktioniert einfach nicht. Da kriegt ihr nur die Meldung, null Schaden. Oder ist zu stabil, heißt glaube ich die Fehlermeldung in dem Fall. Und ja, deswegen die Bronze-Axt, die brauche ich auf jeden Fall. So, wie wir jetzt sehen können, wenn wir reingucken, sind wir schon bei Stufe 3 angekommen. Das war jetzt kein Hexenwerk, das ist ein bisschen Fleißarbeit. Für die Stufe 4 brauchen wir den Schmiedeblasebalg. Der ist schon etwas aufwendiger. Dazu müssen wir in den Sumpf hinein und ein paar Geister töten. Ihr seht unten, wir brauchen 4 Ketten und diese Ketten kriegen wir nur von Geistern. Sumpfgebiet ist nicht ganz einfach, also ich würde empfehlen, da schon Bronzerüstung anzulegen und gegebenenfalls auf Tier 3 abzugraden, soweit wie es halt geht. Und ja, den ein oder anderen Gifttrank herzustellen, damit ihr ein bisschen Widerstand gegen Gift habt. Ja, so, wir placen die mal. Achtet hier drauf, die muss relativ nah an der Schmiede sein, sonst funktioniert das hier nicht. Und die ist relativ sperrig, also das ist nicht ganz so einfach. Plant das ruhig schon mal ein, wenn ihr das Haus baut. Wie wir sehen, sind wir damit auf Stufe 4 upgraded. Dann folgt auf Stufe 5
Der Schmiedeamboss. Ihr seht, hier müssen wir schon Eisen zu haben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den zweiten Boss gelegt haben. Dieser gibt uns dann diesen sumpfiger Schlüssel. Damit können wir in die Krypten rein und uns da dann Eisen besorgen, beziehungsweise Eisenbruchstücke. Ich weiß gar nicht, wie sie gerade genau heißen. Auf jeden Fall können wir da Eisen bekommen. Das können wir dann wieder schmelzen und dann geht es auch weiter. Dann können wir den Schmiedeamboss bauen. Und damit sind wir schon bei Stufe 5. Ne, ab jetzt können wir auch die Eisensachen herstellen. Und für die Stufe 6 ist es jetzt ganz einfach. Wir brauchen hier dieses kleine Werkzeuggestell. Wir drehen es mal um, damit es auch sauber an die Wand passt. Das platzieren wir einfach noch oben drüber. Und damit haben wir die Schmiede auf Stufe 6. Ihr seht, es ist kein Hexenwerk, aber es ist halt doch einiges, was wir an Vorbereitung brauchen. Wir müssen einiges an Eisen besorgen noch zum Schluss. Ja, da brauchen wir schon ein bisschen was. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr Metalle farmt, holt euch wirklich die Bronzespitzhacke, bis ihr dann wirklich Eisensachen herstellen könnt und gradet die auch was ab. A, sie hält länger beim Abbauen und es geht meiner Meinung nach auch schneller. Also jede Stufe bringt schon fast einen Schlag weniger mit sich, den ihr braucht zum Abernten. So, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ich hoffe, ihr konntet davon was mitnehmen. Also wie gesagt, plant hier so ein bisschen Platz ein. Ihr seht, die Dinger könnt ihr nicht so direkt nebeneinander stapeln. Die müsst ihr fast ein bisschen versetzt stapeln, bauen. Nicht stapeln. Stapeln ist was anderes. Von daher, plant für die Schmiede wirklich gut Platz ein bei eurem Hausbau. Ich habe es hier relativ eng gebaut. Also für mich ist das jetzt eine Option, das vielleicht erstmal so stehen zu lassen oder komplett umspawnen. Wir werden sehen. So, weit so gut. Also dies zum Video. Solltet ihr die Werkbank noch nicht abgegradet haben, da gibt es auch noch ein Video von mir zu, wie ihr die auf Stufe 4 bringt. Das verlinke ich euch gleich gerne mal. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Mel.